Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar, die muss ich kurz freiräumen, geht es um die Vegan Beauty Basket. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Mai hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket wird mir von der lieben Ina in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier vorstellen kann. Vielen, vielen Dank, liebe Ina. Und ja, ich darf auch nicht nur einen 5% Rabattcode an euch kommunizieren, den ich euch hier mal einblende, sondern ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich sage schon mal vielen Dank, liebe Ina, weil ich das super großzügig finde von ihr. Sie hat ein wirklich kleines Business, weil ja, die Box ist sehr, es kommt mir so vor, als hätte eine Freundin mir die Box gepackt. Wir haben hier drin auch immer ein Kärtchen von ihr, wo sie dann auch ein eigenes Bild mit reingeprintet hat, reingedruckt hat, was sie selber gemalt hat. Und das ist auch die Gründerin der Box. Man bekommt sie alle 2 Monate nach Hause. Sie ist vegan, tierversuchsfrei, beinhaltet sehr natürliche Produkte oder naturnahe Produkte, was ich richtig schön finde, um einfach mal so ein bisschen in diese etwas natürlichere Beauty-Welt einzusteigen. Und das Ganze ab 23,30 Euro pro Box, was ich echt cool finde. Genau, hat immer das gleiche Design, das ist dieses Matt-Schwarz und sie hebt sich auch dadurch ab, dass sie ein bisschen schmaler ist. Sie hat dann hier immer diesen grünen Klebi drauf, wo halt Vegan Beauty Basket draufsteht. Irgendwas eskaliert mein Freund nebenan. Und ja, sie ist dieses Mal ein bisschen schwerer und ja, meine Geburtstagsbox quasi, ne? Denn ich habe ja am 22. Mai, wenn ihr das Video seht, Geburtstag gehabt. Ich drehe das Video aber quasi am Abend davor. Es ist 20.02 Uhr am 21. Mai. Läuft. Und ja, genau. ja. Wir haben auch immer eine Zeitschrift mit dabei, die Vegan World, die Our Planet Issue. Also das sind halt wirklich mal so gedankenanregende, ja, wie nennt sich das denn? Sachen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe das Wort vergessen. Oh mein Gott, ich werde alt. Beiträge. Reporte, Beiträge, genau. Und das finde ich immer sehr schön. Also das ist, die ist halt immer mit dabei. Ich weiß nicht, wo man sowas normalerweise bekommt. Das ist die 3. Ausgabe 2021. Und hier ist auch eine Lady drauf, die die Welt umarmt, was ich super schön finde. Und das spiegelt dann auch so ein bisschen dieses Motto und diesen Vibe sowohl von der Vegan World als auch von der Vegan Beauty Basket wieder. Und in genau die gucken wir jetzt mal rein. Ich entferne mal den Deckel, da steht jetzt soweit nichts drin, aber wenn wir reinschauen, sehen wir halt direkt, wie wundervoll, liebevoll das alles eingepackt wurde, oder? Wir haben kein großes Füllmaterial oder sowas. Wir haben Butterbrotspapier, wo die Produkte eingeschlagen sind. Ich nehme direkt so ein kräuterigen Duft war, das habe ich meistens bei der Box und hier habe ich direkt 2 Dinge drin, die ich einmal entferne und zwar zum einen, das ist ja das, wovon ich eben gesprochen habe, das sind meistens Katzenbilder, denn die liebe Ina hat tatsächlich auch selber Katzen und ja, die werden dann da auch mit als Motto hergenommen, finde ich total schön und da schmust sie mit ihren Katzen, mega und sie hat mir drauf geschrieben, liebe Claudi, Happy Birthday und dann hat sie eine Katze daneben gemalt und Sammy freut sich auch unter dem Tisch. Masi, was machst du da? Jetzt springt mir gleich auf den Schoß. Du kannst da auch an der Seite herlaufen, wenn du möchtest. Nein? Nein, ich möchte lieber unterm Tisch Frauchen angucken. Okay. Und viel Freude mit deiner, ja, mit deiner Box und dein Herzchen dabei. Und dann ist da halt die, ah oh Mann, ich finde sowas total schön und liebevoll und aufmerksam und das finde ich klasse. Wirklich so. Vor allem geil, dass es heute am 21. Mai bei mir eingetroffen ist, wenn ich dann morgen Geburtstag habe, ne? Ja, ja. Und dann haben wir die Produktkarte für den Monat Mai hier mit dabei. Das war ein Reim. Und da sind die Produkte nochmal kurz beschrieben. Wir haben dieses Mal auch 5 Produkte mit drin. Es sind auch immer so 5 Produkte in der Box enthalten. Und der Wert, manchmal ist der so dermaßen hoch, dass ich denke, also alter Schwede, ne? Also irgendwas ist ja aber ganz schief gelaufen. Und wenn ich hier grob die Werte der Produkte in der Box überfliege, wird es schon eine geile Hausnummer werden. Falls ich euch zu viel rede, Timestamps, ne? Hüpft weiter, da geht die Post ab. Und genau, man kann sich auch, ich glaube, immer ein Produkt aussuchen, ne? Dann ist es entweder ein Shampoo, was eine andere Wirkung hat, ein Lippenstift, der eine andere Farbe hat, ne? Dass man da halt auswählen kann, Lidschatten, eine Foundation hatten wir auch schon drin, wo man nach der Farbe aussuchen konnte. Und jetzt mache ich endlich mal das Schleifchen auf. Es ist wirklich schwer. Und öffne das Butterbrotpapier.
Und hier ist direkt ein Produkt drin, was letztes Mal bei mir nämlich ein kleiner Fail war tatsächlich. Genau, hier sehen wir dann die Produkte, die in der Box enthalten sind, beziehungsweise das Forever Rose von Juniper Lane. Das war letztes Mal in meiner Box ebenfalls enthalten, aber es war auch original verschlossen und alles, mega krass, aber das Parfum war leer. Es ist wirklich leer angekommen, es war eine Fehlproduktion. Das passiert, ne? Ist überhaupt kein Problem. Und dann hatte ich das ja Ina geschrieben und dann hat Ina geschrieben, oh nein, wie kann das bloß sein? Also, ja, das war jetzt echt hardcore ein Reim. Und dass mir das auf jeden Fall dann in der Mai-Box mit reinlegen wird und so. Und hier ist die Mai-Box, hier ist das Produkt. Und das kommt auf jeden Fall auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit dabei. 100% natürlich ist das Produkt übrigens. Ja, ich habe es gerade mit meinem viel zu kurzen Fingernagel geöffnet und das tat auch ein kleines bisschen weh. Und jetzt ist es natürlich auch deutlich schwerer als letztes Mal. Genau, aber ne, Kundenservice ist top. Ina hat Wort gehalten. So, hier kommt sie. Die Rose für Claudi. Ich liebe Rosenduft, ne? Also, oh. Boah, das ist so eine ganz pudrige Rose. Sammy, das ist Frauchens Duft. Boah, mega cremig. Boah, geil. Also das ist eigentlich aus der Märzbox, ne? Ist jetzt hier mit dem Unboxing drin. Sorry, Leute, aber geiler Duft. Und danke, Ina, dass du an mich gedacht hast. Also das ist richtig geil. Also hätte ich, also, ne? Der Duft ist so toll. Das ist einfach total passend. Und oh, mag ich gerne. Das riecht, als hätte ich gerade frisch geduscht und mich dann ganz frisch eingecremt und so. Mega toll. So, jetzt kommen wir mal endlich zu den Produkten, die hier in der Box enthalten sind, oder? Die Frau labert mal wieder. Als erstes habe ich von Olaic ein Aloe Vera Plant Water Face, Body and Hair. Also Aloe Vera ist ja wirklich perfekt für so viele Dinge. Ich kenne das von Miss Curly Jen und von Mrs. Rosa Roth. Die haben das alle beide, ne? Weil die ja Curly Girls sind und verwenden viel dieses Aloe Vera Saft, Aloe Vera Gel, Aloe Vera Rampampam und auch für die Haare und so. Und das ist natürlich klasse. Hier sind auch noch die Inhaltsstoffe mit drauf, das ist super wenig. Aloe Barbadensis Leaf Water, genau, ist der erste Inhaltsstoff. Der zweite ist Sodium Levulinate und der dritte ist Sodium Anisate. Also wirklich nur drei Inhaltsstoffe, das ist krass. Nach der Reinigung auf Gesicht, Hals, Körper und Haar sprühen, kurz abwarten, bis das Produkt einzieht. Mega, das finde ich echt krass. Ne? Und das ist einfach so zur generellen Pflege, einfach mal Rundumpflege. Warum eigentlich nicht? Und das ist ein Sprayer. Mal gucken. Feiner Sprühnebel, richtig schön. Man hat dieses, also ich hatte damals auch eine Aloe Vera Pflanze bei mir zu Hause, als ich dann letztes Jahr mega krassen Sonnenbrand auf dem Rücken hatte, haben wir die quasi auf meinem Rücken angewendet. Und ja, das riecht halt wirklich sehr natürlich nach Aloe Vera. Weil es halt nur so einen ganz dezenten, also halt, ne, nicht jetzt irgendwie parfümiert. Und fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wenn ich aus der Dusche komme, einfach so, ne, und dann mich abtrockne und dann so ein bisschen nackelig bin. Und bevor ich mich dann richtig eincreme, dass ich mir das so als Toner-Spray quasi einfach komplett einmal so drüber gebe. Also richtig cool. Das mag ich. Und das ist so eine richtige Glasflasche, ne. So blau, damit es halt nicht irgendwie das Produkt nicht geschädigt wird von der Sonne. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Dann habe ich hier etwas von I+M. Das ist eine Naturkosmetikmarke aus Berlin, die ich irgendwie gefühlt durch Beautyboxen einfach kennengelernt habe. Vorher kannte ich die Marke nicht wirklich. Und dann ist sie in so vielen Beautyboxen vertreten gewesen, die ich ja auch auf meinem Kanal hier unboxe, reviewe und so weiter. Also falls du sowas nicht verpassen willst, hier unten ist der Abo-Button. Da klick gerne einfach mal drauf. Folgt mir gerne und schau dir das Ganze an. Falls es dir nicht mehr gefällt, dann deabonniere mich ruhig. Aber ne, lass dich gerne einfach mal ein und folge mir auf meiner Weltreise und auf meiner manchmal Gedankenreise. Läuft. Tolle Werbung, Claudia. Muss man dir lassen, ne? Auf jeden Fall haben wir hier ein Anti-Frizz Haarbalsam mit Biomandel und Bio-Jojoba für trockenes und strapaziertes Haar, was ich habe. 30 ml sind hier enthalten und auch das ist wieder so eine super grüne Marke. Die ist tierversuchsfrei, vegan und alles mögliche, finde ich echt klasse. Und ich gebe mir auch immer so, nachdem ich geduscht habe und dann in die handtuchtrocknenden Haare, gebe ich mir immer irgendwas, ein Haaröl, ein Haarserum, Haarrampampam, damit ich halt meine Haare nochmal zusätzlich pflege, weil die doch, man sieht es gerade nicht, aber die gehen mir fast bis zum Po, Leute. Und dann müssen die halt ordentlich gepflegt werden und dadurch, dass sie halt naturblond sind, bedarfen die ein bisschen mehr Pflege, ne? Die sind halt sehr, sehr strapaziert immer.
obwohl ich nie meine Haare style. Das ist ziemlich frech. Aber egal, auf jeden Fall kann ich sowas super gut gebrauchen. Finde es klasse, dass es mit drin ist. Und schon das, ja, eigentlich das dritte Produkt, was jetzt in meiner Box drin war, aber das zweite Produkt generell aus der Box, wo ich sage, ja, habe ich Bock drauf, kann ich gut verwenden. Dann habe ich hier von Vegan Fox, ich glaube, die Marke hatten wir auch schon mal hier in der Vegan Beauty Basket mit drin, Shampoo Bar for All Hair Tape. Was ist mit meiner Sprache heute los? Ich glaube, ich habe ein bisschen Lampenfieber vom Morgen, warum auch immer. Für alle Haartypen auf jeden Fall vegan-freundlich, animal-friendly und handgemacht ist das Produkt. Das ist ein festes Shampoo. Festes Shampoo mag ich gerne. Habe ich auch mittlerweile so meine Säckchen und so für. Ach, guck mal. Das sieht ja cool aus. So richtig marmoriert. Wahrscheinlich, weil es halt richtig handgepresst ist und so, ne? Das sieht toll aus. Ja, der Duft gefällt mir jetzt nicht so ganz irre gut. Weil er so was leicht Muffiges mit dabei hat. Kann ich gar nicht so gut beschreiben. Aber so riecht es halt, ne? Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, womit das dann ist, aber also vom Duft her nicht ganz so meins, aber manchmal riecht es ja, ach, es ist Kokos mit drin. Siehst du, Kokos mag die Frau nicht so gerne. Mm-mm. Genau. Und Zitronen, ja, Zitronensäure ist da auch mit bei, Benzoate, ja gut. Ja, wird auf jeden Fall getestet. Komm, ausprobieren kann ich es auf jeden Fall. Wenn mir das dann gar nicht gefällt, dann gebe ich das an meine Schwägerin oder so weiter. Die mag sehr gerne solche festen Produkte. Zwei Sachen habe ich hier noch mit in der Box. Und das ist einmal so ein kleines Produkt hier. Also kleines, gut, so ein gut eingerolltes Produkt. Und zwar von Pure Skin Food, 100% Organic Revitalizing Skin Glow Mask mit Erdbeere. Sehr cool. Ja, das ist eine Gesichtsmaske, die dem Haut, ja, die das Hautbild glowy hinterlassen soll. Ich liebe Glow, ich brauche Glow, ich mag mein Glow, ich gebe mir gerne nochmal extra Glow und mega Highlighter und das Aura Glow Powder von Love nochmal drüber und so, damit meine Haut irgendwie gesünder und lebhafter aussieht. Ich mag das so gerne. Und wenn ich dann halt ein Produkt habe, was meine Haut pflegend dazu bringt, generell glowy auszusehen und ich das nicht durch Make-up oder Schminke machen muss, schreie ich ganz laut Hurra, das sage ich euch. Finde ich cool. Und das ist halt auch noch 100% organisch, es ist revitalisierend und so, es ist klasse. Ich mag Erdbeere, cruelty-free und vegan ist es auch noch. Und eine Erdbeermaske mit viel Vitamin C zur Unterstützung der Kollagensynthese für ein verfeinertes Hautbild. Mit Vitamin C muss ich persönlich immer ein bisschen aufpassen, weil meine Haut da gerne drauf reagiert, weil sie ist nicht nur trocken wie die Wüste Gobi selbst, nein, sie ist auch noch super sensibel. Vielen Dank dafür, liebe Evolution. Ich komme damit klar, aber trotzdem, da muss ich halt immer aufpassen, die ist jetzt natürlich noch zu. Und das hier, genau, ich hatte mal so eine Maske auch, das ist eine, die musst du dir selber anrühren, weil das halt ein Pulver ist. Ich weiß nicht, ob man das... Doch, das sieht man, ne? Wenn ich das so in die Kamera halte, dann sieht man das hier vorne auch. Dass es nicht so ist, dass du jetzt mit dem Pinsel reingehst und dir die auftragen kannst, sondern dass du dir die rausnimmst. Genau. Anderthalb bis zwei Teelöffel Gesichtsmaskenpulver mit Toning Moisturizer zu einer Paste anrühren und auf das gereinigte Gesicht auftragen. Mindestens 15 Minuten einwirken lassen und mit lauwarmem Wasser abwaschen. Bei trockener Haut 4 bis 5 Tropfen Gesichtsöl beimischen. Okay. Kannst du mit dem Toning Moisturizer machen. Das ist auch interessant, ne? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man das mit Wasser anmischen muss. Ich glaube, also die andere habe ich, das war eine reinigende Maske, die habe ich mit Wasser eigentlich angemischt. Habe ich wohl verkehrt gemacht. Hm. Aber gut, ja, muss ich mal gucken. Aber wo kriege ich jetzt einen Toning Moisturizer her? Hm, Sammy? Kann man dafür das Aloe Vera Gedöns nehmen? Vielleicht? Bist du ein Toning Moisturizer? Nein, eigentlich nicht, ne? Nein. Muss ich mal gucken. Also eigentlich eher dann ja mit einer milchigen Konsistenz und nicht mit einer super flüssigen und nicht mit einer cremigen, oder? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr wisst, mit was man das am besten anmischen kann. Vielleicht sogar eine richtige Produktempfehlung. Da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht kennt ihr das Produkt ja schon. Ich dachte, ich kannte es, aber ich habe es wohl falsch angewendet. Okay, ich glaube, das hier konnte man sich aussuchen von der Farbe her. Das ist von Puro Bio, der Kajal, und den habe ich in der Farbe Matita Ochi ausgewählt. Habe ich den ausgewählt oder habe ich die Maske ausgewählt oder das Shampoo? Ich weiß es gerade selber nicht. Was habe ich mir nochmal ausgesucht? Boah, ey, mein Gedächtnis, Leute. Es ist echt furchtbar. Auf jeden Fall. Es ist halt so ein nudefarbener Kajalstift. Sowas kann man super gebrauchen. Ich habe von Puro Bio aus der Vegan Beauty Basket auch schon einen Lip Liner, den ich sehr, sehr geil finde, weil der echt gut pigmentiert ist. Und das hier kommt auch in mein Full Face Beauty Box mit rein.
Der ist halt nicht weiß, sondern richtig cremefarben. Und dadurch wirkt das Ganze nicht so super unnatürlich, sondern ein Stückchen natürlicher. Und das finde ich schön. Der ist auch sehr weich gerade gewesen beim Auftrag. Also da freue ich mich drüber. Wie gesagt, kommt ins Fullface Beauty Boxen Mai mit rein. Und das waren jetzt die Produkte aus der Box. Ihr seht, ein Rundumschlag, ne? Dekorative Kosmetik, Pflege von Kopf bis Fuß. Geil. Also mir gefällt das schon sehr, sehr gut. Also das ist eine tolle Box, die einfach diesen nachhaltigen Gedanken auch mit dabei hat und hochwertige Produkte enthält. Und wo halt auch wirklich geschaut wird bei der Produktauswahl, was sind das für Marken, was sind das für Produkte, was für Inhaltsstoffe und so weiter. Und wie ist dieses Zusammenspiel? Ich finde das total klasse. Also mir gefällt diese Box richtig, richtig gut. Vielen Dank, liebe Ina. Es hat mir richtig Spaß gemacht, meine Geburtstagsbox auszupacken. Und ja, genau. Wie gesagt, schaut gerne in der Infobox vorbei. Da ist alles verlinkt. Alle Produkte habe ich euch reingepackt. Dann auch den Link zu der Vegan Beauty Basket Homepage mit meinem Rabattcode. Und wenn du Bock drauf hast? Nein. Wenn dir das Video gefallen hat, naja doch, und wenn du, egal, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ich bin ein bisschen verrückt. Okay, wenn, ja, aber ich lasse es drin. Ich schneide es nicht raus. Nein, komm, ich lasse es drin. Ansonsten wünsche ich dir einfach mal einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ach, ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!